So, herzlich willkommen Leute zu einem weiteren Unpacking-Video von mir. Ja, ich habe mir heute wieder was gegönnt. Und zwar war ich im Zentro in Oberhausen. Und war kurz im GameStop-Laden drin. Und da habe ich Folgendes mir besorgt. Zum einen das Spiel Rage. Müssen die meisten eigentlich kennen. Ist ein Shooter, spielt in der Zukunft, und zwar geht es um halt so eine apokalyptische Geschichte auf jeden Fall. Hat auf jeden Fall Ähnlichkeiten mit Borderlands, deswegen habe ich es mir geholt. Ich habe nur kurze Ausschnitte davon gesehen, ein paar Sachen auf der Gamescom. Sah auf jeden Fall geil aus, werde ich auf jeden Fall in den nächsten Tagen mal anspielen. Eventuell auch ein Video dazu machen, mal sehen. Ja, das andere Teil, was ich gelockt habe, ist das Gerät hier. Kamera justieren hier. Und zwar ist es ein Controller. FPS Pro heißt der. Ich halte mal die Kamera hoch. So sieht er aus. Für die Xbox natürlich. Und so sieht das von hinten aus. ja, warum ich mir den geholt habe, ja, ich suche gerne Alternativen zu dem Xbox-Controller. Hab jetzt nicht wirklich bis dato eins gefunden, was mit dem originalen Microsoft-Controller mithalten kann. Ich denke mal, auf der PlayStation ist das ähnlich, dass die Sachen von Sony, allgemein von den, halt die Originalsachen einfach besser sind. Obwohl halt so Drittanbieter irgendwie doch auf jeden Fall schon sich gebessert haben. Ja, ich reiß das mal auf hier. Ja, auf jeden Fall mit Kabel. Ich habe früher eigentlich nur kabellose Controller gehabt, bis ich mal auf den Trichter gekommen bin. Warum eigentlich? Weil ich sitze eh direkt vor dem Bildschirm. Wozu dann mehr zahlen und ohne Kabel trotzdem davor stehen. Ja, da ist noch was, oder? Das ist nur eine Verpackung. So, was das Teil ist, weiß ich nicht. Nee, doch. Genau, und zwar tut man die Dinger hier verbinden. So sieht das gute Stück von vorne aus. Ja, hat hier so ein paar Muster drauf, ist aber glatt. Sticks. Ja, fühlt sich cool an. Ist ein bisschen größer wie jetzt der Original Xbox Controller. Ja, hier an der Seite hat er so Gummis drauf, geben dem Gamer nochmal einen extra Grip. Ja, für die Leute, die super spitzige Hände haben, das ist auf jeden Fall nice. Das Licht auf jeden Fall gut in der Hand, kann ich nichts sagen. Hat den Guide-Knopf. Ja. Ja, hier die LT und RT Knöpfe, fühlt sich ein bisschen, ja,
nicht sagen, fühlt sich irgendwie billig an. Ja gut, für den Preis von 39 Euro ist es, ja, okay, kann man sagen. Das Kabel, das, der Controller mit Kabel von Microsoft selber, der kostet auch 39. Aber der hier sieht irgendwie cooler aus. Der hat hier noch so ein Gummi und so. Wichtig ist, auf der Rückseite hat er auch nochmal Knöpfe. Ich weiß jetzt nicht genau, wofür der ist oder wofür die sind. Dann kann man hier noch was verstellen. Muss ich mal testen, wofür die sind. Ach ja, mit LED-Beleuchtung und so ist der. Ja, genau. Dann tun hier die halt der weiße Untergrund unter den Analog-Sticks tut dann an, fängt dann an zu leuchten. Ich weiß nicht, ob das nachts irgendwie, wenn das zu hell ist, irgendwie nervt, aber kann man dann auf jeden Fall hier hinten abstellen, glaube ich. Ja. LED XYSB. Ja, von der Firma Madcat. Ja. Ich werde es auf jeden Fall testen und dann, glaube ich, in die Kommentare was dazu schreiben, ob es cool ist. Ja, wollte ich euch eigentlich nur kurz zeigen. Hoffe, es hat euch gefallen. Und schreibt in die Kommentare, was ihr darüber denkt oder ob einer schon so ein Ding hat und ob er Erfahrungen damit gemacht hat. Ich würde mich freuen. Bis demnächst. Peace out.